Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Elektrotechnik, Antriebe sind unser Thema. Wir gehen noch immer durch unsere verschiedenen Betriebsarten, aber heute kommen wir zum letzten Betrieb, und zwar den ununterbrochenen Betrieb, und zwar den ununterbrochenen Betrieb mit nicht periodischer Drehzahländerung. Also wir haben eine nicht periodische Drehzahländerung. Das ist der klassische Betrieb für irgendwelche Fahrzeuge. Ja. Also einmal brauchen wir mehr Leistung, einmal brauchen wir weniger Leistung, einmal müssen wir beschleunigen, da haben wir Leistungsspitzen bis weit über Nennlast. Das heißt, wir brauchen irgendwo eine gewisse Leistung, dann bremst man vielleicht, ja, Bug, und dann beschleunigt man wieder, und dann braucht man eine andere Leistung, und das kann einfach, beschleunigt man nur einmal und dann so, und dann bremst man wieder. Dann beschleunigt man stark und fahren da oben weg, und das kann einfach irgendwie ausschauen. Okay? Wenn die Leistung also irgendwie ausschaut, wie wird die Temperatur aussehen? Naja, auch genauso irgendwie. Ja? Wenn wir da jetzt das irgendwie runterbringen, da diese Dinger. Ich möchte das nur ungefähr einzeichnen. Ja, da kann ich auch keine Zeiten angeben und nichts. Ja? Nur, dass wir das halbwegs verstehen, was da passiert. Sagen wir, wir haben da schon eine gewisse Temperatur. Nun, die gewisse Temperatur, da haben wir eine gewisse Leistung, die wird vielleicht mehr werden. Ja? So, dann bremsen wir, dann wird es nicht so stark absinken. Ja, dann beschleunigt man, dann werden wir wieder recht ziemlich stark anreißen da mit der Dings. Und dann brauchen wir aber weniger, und das kann sogar sein, dass wir dann da ein bisschen auskühlen, gell? Weil wir da ja vielleicht weniger Leistung brauchen. Da beschleunigt man wieder, da geht es wieder rauf, nicht so stark wie da rüben, ja, geht es wieder rauf, und dann sind wir vielleicht ziemlich genau dort, dann bleiben wir da sogar konstant. Dann bremsen wir wieder, dann geht es vielleicht etwas runter, dann beschleunigen wir wieder. Ja, und dann brauchen wir viel Leistung, ne, dann werden wir wieder erhitzen, und dann wechseln wir die Leistung, da geht es vielleicht nach unten, und da wechseln wir wieder die Leistung, da geht es vielleicht schneller nach unten nachher. So kann das irgendwie ausschauen. Der Temperaturverlauf ist chaotisch. Ja? Chaotischer Temperatur. Verlauf. Weil er einfach abhängt von der momentanen Leistung. Und die momentane Leistung ist von irgendwas abhängig, aber nicht deterministisch. Ja? Das passiert halt. Das passiert halt. Ja? Also da sehen wir, können da gar nichts machen. Aber da müssen wir halt irgendwelche Maßnahmen ergreifen, dass wir uns trotzdem schützen. Ja? Also zum Beispiel Temperaturmessung im Motor. Das ist der Grund, warum zum Beispiel Elektroautomobile die bei den ersten Ampelstarts voll wegschwassen können, und dann, wenn der Motor dann wirklich schon heiß ist, ja, weil wir dauernd irgendwelche Spitzenleistungen fahren, dann geht es halt nicht mehr so schnell. Dann erlaubt die Elektronik des Motors oder die Elektronik des Fahrzeugs schon nicht mehr die volle Leistung auszuschöpfen, sondern nur mehr, es ist einfach zu warm geworden. Okay? Sowas kann man einbauen. Vielleicht sollte man noch erwähnen, ja, selbst wenn wir alle, sagen wir, wir halten immer die Nennleistung ein. Sagen wir, hey, ich halte immer die Nennleistung ein, das kann ja gar nicht so heiß werden. Ja? Selbst wenn man immer die Nennleistung ein, ich schreibe da Achtung. Selbst wenn man immer die Nennleistung einhält, man verwendet aber frequenzabhängig auf unterschiedliche Drehzahlen, ja, dann kann es sein, dass das Ding trotzdem zu heiß wird. Warum ist das? Ha? Also bei frequenzvariablen Antrieb, ist eine Überhitzung
auch bei Einhaltung der Nenngrößen möglich. Also der hat der Motor hat eine Nennleistung von 10 Kilowatt und die brauchen nicht mehr wie 10 Kilowatt und trotzdem brennt er auch. Ja, das ist nämlich, weil der hat ein Lüfterrad drauf, ja, und wenn man zu langsam fährt, dann bläst das Lüfterrad nicht genügend Kühlluft durch. Aber das ist ja der Nennbetrieb. Der Nennbetrieb ist bei Nenndrehzahl. Okay? Da kann er die Leistung wegbringen, die Hitze. Ja, die Verlustleistung. Aber wenn ich zu langsam fahre, dann bläst es halt nicht so schnell durch. Ja, also der Grund: langsame Drehzahl des Lüfters. Lösung: Fremdbelüfter. Also wenn der Motor mit seiner Drehzahl nicht mehr genügend Kühlluft durchbringt, ja, ja, dann blase ich ihn halt auch mit einem zusätzlichen Ventilator. Auf das, ja, muss man ein bisschen aufpassen. Ununterbrochener Betrieb. Gut, das waren jetzt die Betriebsarten. Das nächste Mal kümmern wir uns um die elektromagnetische Verträglichkeit. Hallo, jetzt haben wir Antriebe, ja, jetzt reden wir über elektromagnetische Verträglichkeit. Das wird klar werden, wenn wir über Frequenzumrichter oder Stromrichter betriebene Antriebe sprechen. Ja, da ist es nämlich ein großes Thema und deswegen müssen wir das vorher ein bisschen verstehen. Also, nächstes Video, elektromagnetische Verträglichkeit. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.